1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel war heute zu Gast beim Deutschen Katholikentag in Mannheim. Dort nahm das Staatsoberhaupt an einer Podiumsdiskussion zum Thema demografischer Wandel teil. Dabei hatte sie die Wirtschaft aufgefordert, ältere Menschen im Berufsleben stärker zu würdigen. Denn jedes Alter, so die Kanzlerin, bringe seinen Teil in die Arbeitswelt ein. Bis zum Sonntag werden mehr als 60.000 Katholiken zu den rund 1.200 Veranstaltungen in Mannheim erwartet. Nach etlichen Warnstreiks im ganzen Land gibt es in der aktuellen Tarifverhandlungsrunde erstmals eine Annäherung zwischen den Parteien. Gibt es dieses Mal keine Einigung, drohen unbefristete Streiks, die ersten seit 10 Jahren. Im Streitpunkt um die unbefristete Übernahme von Azubis sei man sich näher gekommen, so die IG Metall. Bei einer Neuregelung der Leiharbeit herrsche jedoch noch immer Uneinigkeit. Zudem fordert die IG Metall 6,5% mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bisher 3%. Dennoch herrscht optimistische Stimmung für die 5. Verhandlungsrunde. 2 Verletzte gab es gestern Abend bei einer Schießerei in einem Café in Weil am Rhein. Laut Polizei schweben sie jedoch nicht in Lebensgefahr. Kurz vor 23 Uhr hatte der 29-jährige Tatverdächtige das Café betreten und 2 Gäste aufgefordert, mit ihm vor die Tür zu kommen. Dort gab er mehrere Schüsse auf die Männer ab. Diese flüchteten zurück ins Café, wohin sie der Schütze verfolgte und weitere Schüsse auf seine 30- und 34-jährigen Opfer abgab. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei konnte den mutmaßlichen Täter auf dem Dach des Gebäudes festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unbekannt. Sichtlich Freude hatten einige der Landtagsabgeordnete aus der Region Neckaralb mit ihren Ebenbildern aus Ton, die die Teilnehmer der Reutlinger Jugendkunstschule geformt haben. Als Terrakotta-Plenum waren die Figuren seit November vergangenen Jahres im Stuttgarter Landtag ausgestellt, entsprechend der regulären Sitzordnung der Volksvertreter. Und eben die durften ihre jeweiligen Tonmodelle jetzt in Empfang nehmen. Den jungen Künstlern, alle zwischen 12 und 17 Jahre alt, hat die Arbeit daran aber nicht nur Erfahrung im figürlichen Gestalten gebracht. Sie konnten sich auch mit der Institution Landtag und der Landespolitik auseinandersetzen. Den 100.000sten Besucher konnten die Verantwortlichen der Landesgartenschau gestern auf dem rund 16 Hektar großen Ausstellungsgelände in Nagold begrüßen. Noch weitere 650.000 Menschen werden bis zum Ende der Schau am 7. Oktober erwartet. Dafür hat die Stadt 29 Millionen Euro investiert und rund 70.000 Blumen gepflanzt. Die sollen das Stadtbild schließlich auch über die Landesgartenschau hinaus prägen. Wir bleiben im Grünen, denn auf der Reutlinger Pomologie und im angrenzenden Volkspark ist gestern die insgesamt 11. Auflage der populären Gartenmesse Garden Live gestartet. 15.000 Besucher stürmten bereits am ersten Tag das Gelände. Bis Sonntag rechnen die Veranstalter mit einem neuen Rekord. Tausende Blüten, Bäume und Grünpflanzen verwandeln die Ausstellungsfläche der Garden Live auch dieses Jahr wieder in ein Meer aus bunten Farben und wohlriechenden Düften. Doch das Angebot reicht weit über die unterschiedlichen Pflanzen hinaus. Wir haben 192 Aussteller, wir haben nur ein paar mehr untergekriegt, weil wir es ein bisschen genauer vermessen haben, das Gelände. Das Besondere ist, dass zum Beispiel der erste englische Aussteller da ist. Wir haben auch einen tschechischen Aussteller, der auch seine Pflänzchen in Tschechien zieht, hierher kommt. Also es wird ein klein bisschen international schon. Doch für einen wirklich schönen Garten braucht es zumeist mehr als nur bunte Blumen und verschiedenes Grünzeug. Anregungen dafür bietet die Reutlinger Garden Live en masse. Gerade für diejenigen, die sich ihren Traumgarten noch nicht so recht selbst in Gedanken ausmalen können, bieten die fertig angelegten Schaugärten jede Menge Inspiration. Ich habe meine Frau dabei, die wird dann entscheiden, was sie vielleicht als Anregung mitnimmt. Und meistens darf ich es leider dann ausführen. Aber das macht ja auch sehr viel Spaß, wenn man im Garten arbeitet und sich erholen kann. Zumal die Messe auch Hilfsmittel vorstellt, die die Gartenarbeit erheblich erleichtern. Während die solarbetriebenen Rasenmäher ihre Arbeit verrichten, heißt es für den Gartenbesitzer, Füße hochlegen und genießen. Tipps und Tricks rund um das Thema Gartengestaltung gibt es noch bis zum Sonntag in der Reutlinger Pomologie. Grünen-Landeschef Chris Kühn wurde von Kontrolleuren am Berliner Flughafen mit einer Axt im Handgepäck erwischt. Kühn wollte nach einer Strategiesitzung zurück nach Stuttgart fliegen. Bei der Axt habe es sich um eine 1 Meter große Kunststoffaxt für ein Live-Rollenspiel gehandelt, erklärte Kühn. Er musste die Axt schließlich als Sportgerät aufgeben und dafür 35 Euro bezahlen. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Musik
Sonnig und trocken startet das Wochenende. Vereinzelt schieben sich Wolken vor die Sonne. Das tut den wieder steigenden Temperaturen keinen Abbruch. Mit 24 Grad am wärmsten wird es am Bodensee und im Westen des Landes. Auch am Sonntag weiterhin Sonnenschein im ganzen Land. Spitzenreiter bei den Temperaturen, Karlsruhe mit 26 Grad. Auf dem Feldberg bleibt es mit 13 Grad Höchsttemperatur frisch. Seit mehr als 100 Jahren sammelt das Hohenzollerische Landesmuseum in Hechingen alles, was mit den ehemals souveränen Fürstentümern Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen zusammenhängt. Zu sehen sind Stücke von der Altsteinzeit bis zum heutigen Tag. Geöffnet ist immer mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Zoologische Garten in Karlsruhe ist Heimat für unzählige Tierarten aus aller Welt. Als einer der ältesten Zoos in Deutschland hat er sich zur Aufgabe gemacht, dem Menschen seine tierischen Mitbewohner näher zu bringen. Gelegenheit für neue Begegnungen gibt es täglich von 8 bis 18 Uhr. Wechselnde Ausstellungen zur Geschichte der Universitätsstadt oder zu ihren Persönlichkeiten zeigt das Stadtmuseum Kornhaus in Tübingen. Die Dauerausstellung führt die Besucher durch 5 Jahrhunderte Geschichte, vom 15. bis ins 20. Jahrhundert. Eine weitere Dauerausstellung gibt Einblicke in Leben und Werk der Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Blatt für Blatt. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.